jetzt nicht sonderlich lohnenswert, glaube ich. Ich gucke die Stiefel gleich mal an. Nö. Na gut. Egal. Trotzdem haben wir ihn vernichtet und das ist gut so. Böse Buben und Mädels wollen wir hier nicht. Moment, ich muss mal aufräumen. So. Wo geht's hin? Ah! Wo sollen wir hin? Hier hin. Gab es hier noch irgendwo einen anderen Weg? Ich glaube nicht, oder? Ich kann mich nicht dran erinnern. Moment. Karte? Nee. Ich kehre in die Stadt zurück. Nee, tust du nicht. So. Ah, da oben. Hä? Da war doch aber nichts. Oder? Gut, dann gehen wir da nochmal hin. Ich habe da keinen Weg gesehen, aber das muss ja echt nichts heißen. Der Templer da mit seinem großen Spieß. Können wir dem vielleicht irgendwie... Waffen geben? Nee, ne? Ich denke nicht. Der ist ja in unserer Gruppe eigentlich. Oh, naja, gut, was soll's. Ja? Nee. Das war da oben irgendwo. Da unten? Okay. Wie kommen wir da hin? Ah, ja. Ihr wart ein Templer, Yonda. Wie konntet ihr diesen Zirkel erlösen? Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Bitte vergebt mir. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt. Verrat. Kann nicht vergeben werden. Ui. Danke für eure Hilfe. Ich werde euch auf eurer Jagd nach dem Skelettkönig begleiten. Allerdings unter einer Bedingung. Wenn wir die heiligen Schriften meines Ordens finden, gehören sie mir. Einverstanden. Wohlan denn, Skelettkönig. Nehmt euch in Acht. Na dann. So. Klarstern. Ach, können wir nicht nutzen? Mönch. Okay. Gut. Ja, wo ist er denn? Kommst du? Ist er schon weg? Komisch. Der wollte doch mitkommen. Wo ist der denn? Der süße Templer. Na gut. Müssen wir das wohl allein schaffen. Noch nicht. Was ist denn hier los? Sterbt. Oh. Das ging dann doch schnell. Trotz
Trotzdem hätte ich gerne den Templer bei mir. Ich weiß nicht wieso. Weil wenn jetzt irgendwie schon sagst du, ja, ich bleib bei dir, um dir zu helfen, dann fürchte ich, dass hier einiges auf mich zukommt. Noch nicht bereit. Autsch. Ledergürtel. Finde ich jetzt auch ein bisschen hoch doof. Gehen wir mal hier lang. Oder gehen wir lieber runter? Hoch oder runter? Wir gehen runter. Ich werde auf ewig Qualen leiden für den letzten Versuch, meinen König zu ehren. Als wir ihn in seiner Gruft bestatteten, manifestierte er sich als grässlicher Skelettdämon. Gorash und meine anderen Ritter wurden sofort überwältigt. Doch ich kämpfte weiter. Oha. Der hatte auch kein allzu leichtes Leben. Gute Danan. Was ist damit? Heilige Kacke. Das geht neulich leicht. Der Schwede. Was ist hier los? Ein Gemetzel nach dem anderen hier. 47. Die Vorfahren gewähren mir Stärke. Ich brauche mehr Zeit. Guck mal, zuerst hier hoch. Gucken wir uns mal um. Jetzt werde ich mich beweisen. Noch nicht bereit. Ach, doch keine von diesen gleichen Viechern, sondern diese kleinen Scheusale. Ach, wie süß. So. Gehen wir hier mal rein. Ja, super. Ich brauche mehr Zeit. Das geht noch nicht. Bleibst du hier? Geht ihr weg? So, sehr schön. Den wichtigsten hier oben habe ich. Ihr habt gegen mich keine Chance. Doch, hat er recht. Alter, was ist denn jetzt los?
Mist, ich wollte noch weg. So. Puh. Mal das weggeschmissene Gold oder verlorene Gold einsammeln hier. So. Oha. Also nichts wirklich Besseres. Handschuhe. Gucken wir mal. Ah ja, ja. Der hat eindeutig Handschuhe an. Fertigkeiten? Hä? Zerfleischen. Probieren wir mal aus. Ohrenbetäubender Aufprall. Na gut. Gehen wir hier mal runter. Die sind, glaube ich, aber alle hochgekommen. Zu uns eben. Ist nix. Gut, dann gehen wir hier mal runter. Hat sich echt verlaufen. Das ist so schrecklich. Noch nicht bereit. Das geht noch nicht. Boah. Okay, das gefällt mir wesentlich besser als das vorher alles. So. Das wäre erledigt. Bereit. Dimensionsgeschwindigkeit. Okay. Hochgehen. Ja, die Geschwindigkeit gefällt mir. Zeit. Das ist viel unhöflich. Das geht noch nicht. Das ging schnell. Ich muss zurückkehren. Nein, musst du nicht. Ach da, nach unten ist die Karte, das kann ich mir nie merken. Fürchte ich, okay. Ja, hier erstmal weiter. Mehr als wirklich falsch laufen können wir ja nicht. Das ging gut. Na, da haut doch einer ab. So. Aber jetzt sind wir, glaube ich, viel zu weit hoch. Das heißt, wir gehen hier. Ah ja. Erstmal lang. Ich brauche mehr Zeit. Ja, ja. So. Ach, da müssen wir hin. Nö, dann gucken wir uns erst nochmal um.
Nach der königlichen Krypta. Ach, nach den königlichen Krypten. Noch nicht bereit. Au! Warte mal auf. Das geht noch nicht. Die Vorfahren sind mir hold. Und nun wandere ich, verflucht durch meinen einst geliebten König. Das Böse nagt an meinen Knochen und ich drohe ihm zu unterliegen. Um mein geliebtes Istram zu schützen, muss ich mich in das Labyrinth begeben, um dort allein zu sterben. Oha, der arme Lachdanan, der tut mir immer mehr leid. Oder? Im Prinzip hat er sein Schicksal, wie alle anderen, auch selbst gewählt. Ich überlege gerade, hätten wir dann doch da weiter hochgehen können, aber gehen wir erstmal lang. Extra zweimal hin und her rennen ist auch doof. Aua. Ich brauche mehr Zeit. Alles aufgesammelt. Hier noch was. Nur eine Maus und Bänke. Ups. Das geht noch nicht. So, von hier werden wir gekommen. Ups, würde ich sagen. Nicht bereit. So. Moment, ja. Genau. Gehen wir trotzdem mal runter und decken die Karte auf. Das geht noch nicht. Euer Fleisch ist schwach. Eigentlich sind die ja süß. Ich brauche mehr Zeit. Ah ja. Ich würde sagen, wir gehen dann da unten weiter. Weil das sicherlich da oben auch wieder verbunden ist. Oder wir müssen zurücklaufen. Wenn es jetzt hier gar nicht weitergeht, aber wir wollten hier ja eh hin. Von daher ist es relativ egal. Das geht noch nicht. Ja. Mehr Zeit. Schwere Stiefel, nö. So. Ich frag mich immer noch, wo der Templer hin ist. Irgendwas geklickt, dass er abhauen soll oder so. In meinem Klickwahn hier. Hm?
Cyberpult mit nur Gold. Ja, super. Noch nicht bereit. Zurück in die Hölle und... Aha. Nun denn? Gehen wir hier hoch. Nicht sonderlich ergiebig, diese Seite. Das geht noch nicht. Ja, ja. Da sind ein paar Bücher stehen geblieben. Huch. Kriegergürtel. So. Müssen wir tatsächlich zurücklaufen, aber das ist ja jetzt nicht so wild. Witz! Das ist unerhört. Wir haben eine Bank stehen lassen gerade. Naja. Können sich die Skelette auch mal ausruhen. Oh, oh. Immer noch an das Springen, also Windspringen gewöhnt. Aber das habe ich ja meine Hiebe vernichten nicht euch. Mehr dabei, also nicht mehr ausgerüstet. Was jetzt eigentlich gar nicht so schlimm ist, aber war halt ganz nett, da war man schneller da. Ich brauche mehr Zeit. Aha. Naja. Na, bleibst du hier? Noch nicht bereit. Brauche mehr Zeit. So. Das haben wir nebenbei schon ausgelöst. Aber war ja eh kein Buch. Schade. Na gut. Das geht noch nicht. Ihr habt gegen mich keine Chance. Das haben sie, glaube ich, gemerkt. So. Gut. Dann können wir da jetzt nochmal hier weiterlaufen. Dann gehen wir hier in die Mitte. Nicht. Hier gehen wir nachher hin. Gucken erstmal da hoch. Ah, die Bänke lassen wir mal. So. Bisschen aufräumen. So ruhig hier. Noch nicht bereit. Hm.
wieder nur Gold. Ja, was heißt nur, aber so ein Schriftstück wäre mal wieder nett. Vielleicht mache ich auch einfach zu viele Bücher kaputt. So. Na gut. Das war jetzt... ja, nicht so viel. Hätten wir auch direkt noch machen können hier, dass wir da waren. Aber man weiß ja nie. So. Aha. Klingt nicht so nett. Gründliche Erkundung. Aha. So, was sollen wir machen? Die Krypta des Skelettkönigs. Okay. Aha. Da können wir weg. Sagt eigentlich unser Inventar 50 von 60. Sollen wir mal was verkaufen? Oder sollen wir das bei uns behalten? Ach, wir behalten's. Oder? Verkaufen wir. Oder behalten wir. Überhalten. Ich brauche mehr Zeit. Ja. Da ist so ein Schwert. Ich ahne etwas. Wir sind soeben in Tristram eingetroffen und ich muss sagen, dass ich ein wenig bestürzt bin. Diesen Ort kann ich nur als provinziell beschreiben. Voll von Bauerntölpeln und einem alten baufälligen Kloster, das dem König von Kanduras wohl kaum gerecht wird. Ich verstehe einfach nicht, warum Lazarus so darauf bestanden hat, dass dies unser neuer Regierungssitz wird. Jo, das weiß ich auch nicht. So. Ein übler, krankhafter Schatten hat sich über das Anwesen gelegt, das wir nun unser Heim nennen. Der junge Albrecht jedoch scheint sich in unserer neuen Wohnstätte wohlzufühlen. Vielleicht... Ihr wagt es des Lebens, Garn! Ja, nö. Haltet euch von ihm fern. Diese Bürde muss ich allein tragen. Möge der Tod euch Frieden schenken, Leoric. Verräter! Selbst im Tod werden die Armeen Kanduras weiterhin ihrem König dienen. Selbst wenn ihr es nicht tut. Oha.